Wie waren die Jünger einst, wie Christus immer wieder angegangen und sagten, Herr, ich kann nicht helfen. Das ist ein zu schwerer Fall. Und da zu viele Schmerzen, da kann ich nicht helfen. Christus sagte, helfen kannst du, aber glauben kannst du nicht. Du glaubst nicht, dass du helfen kannst. Du kannst, so du es willst. So du das Gute bejahst. Und Christus mühte sich immer wieder hin zu den Kranken und zeigte seinen Jüngern. Und gab ihnen dafür Beweise, auch anhand vieler Gleichnisse, sodass sie ihn erstmal verstehen. Und doch stellten sie danach fest. Und doch verfielen sie immer wieder in den Unglauben. Sie konnten nicht glauben, dass sie weiterhelfen können. Nun glauben sie, dass sie schon ihre Nächsten helfen können? So sie nicht Gott ergeben sind, können sie nicht helfen. Aber so sie das Göttliche schon in sich aufgenommen haben, können sie helfen. Und ich gebe doch immer wieder die Beweise dafür. Ich weiß, dass die Mediziner zu mir gekommen sind und sagen, Gröning, sagen Sie das nur nicht den Menschen, dass einer den anderen schon helfen kann. Und so vieles andere mehr. Aber lassen wir das beiseite. Aber das hier, wenn ich nur eine einzige Frau heraushole, wie ich ihn schon so kurz geschildert, die Bäuerin, trägt den Namen Thomsen und hat in Norddeutschland in einem Jahr gute 1000 Menschen auf den guten Weg geführt. Und diese Menschen haben die Wahrheit am eigenen Körper erfahren. Sie würden sagen, sie sind alle gesund geworden. Ja, gerade von Krankheiten, die Menschen als unheilbar bezeichnet hatten. Um diese jetzt im Einzelnen aufzuzählen, würde zu weit führen, muss auch nicht sein. Aber sie hat einfach geglaubt und sie folgte auch. Und sie tat nicht es was, sondern nur das, was ich sagte, was hauptsächlich ist. Und ich habe sie gebeten, das Nebensächliche beiseite zu stellen. Sich selbst aber nicht als nebensächlich zu betrachten, sondern als hauptsächlich. Und dann das Hauptsächliche annehmen, das immer annehmen, was all die Nächsten, die um sie sind, nötig haben, für sie aufnehmen. Nun, was würde werden, wenn ich jetzt sagen würde, so sie heute hier sind, und jeder weiß doch, wo einer ist, einer ihrer Nächsten ist, dem sein Körper nicht mehr in der göttlichen Ordnung ist, der in vollständiger Unordnung hat, und sie würden sagen, der krank ist. Und da glauben sie nicht, dass sie helfen können. Wenn ich ja sage, und sie wirklich glauben, aber wirklich, dass sie mit dem ganzen Herzen dabei sind, dass sie wissen, wozu ihr Herz schlägt, sie können helfen. Im heutigen Staat ist es ja so, wer seinen Nächsten hilft und er gesund wird, der wird bestraft. Von menschlicher Seite bin ich bestraft worden. Ja, aber das geht noch weiter. Und ich bin nicht ein Mensch von denen, der seine Nächsten anzeigt. Ich zeige mich selbst an. Das verstehen sie noch nicht. Aber ich verstehe es. Dann bin ich Kläger und Angeklagter zugleich. Und ich werde mit dem Gröning schon fertig. Und wenn ich mit dem Gröning, dann mit dem Brune. Der Brune wird mit dem Gröning oder der Gröning wird mit dem Brune fertig. Wir sind schon einig. Aber das sollen Menschen sehen, das sollen sie erfahren, wie das vor sich geht. Und ich frage mich immer wieder selbst, wenn sie sich auch selbst fragen würden und selbst Fragen auferlegen und diese dann lösen, dann wäre auch gut. Ich bin nicht so feige, wie Menschen es sind, die nicht einmal ehrlich zu sich selbst sind. Sie sagen nicht, sie sind schuld, nein, andere schuld. Ich weiß, dass ich schuld bin, dass ich Menschen zum Heil verholfen habe, dass Menschen heute wirklich in der göttlichen Ordnung leben, dass Menschen in ihrem Körper die Ordnung als Gott wahrgenommen haben und dass sie sich wohlfühlen, dass sie gesund sind. Und der Vaterstaat, die Justiz, verbietet es. Tja, sie dürfen nicht helfen. Also, damit haben wir doch festgestellt,
dass die Menschen hier auf dieser Erde nur das Böse wollen. Würde ich Böses tun, würde ich auf all den hören, die das Böse wollen, dass ich menschenhörig werde, dann bekomme ich einen Lohn. Dann ist der Weg frei. Frei zum Bösen. Aber da will ich nicht hin. Ich habe mit dem Bösen nichts gemeint. Und ich werde auch nicht mit denen einen Bund treten, werde mit dem auch keinen Pakt abschließen, im Gegenteil. Und daher rate ich all meine Mitmenschen immer wieder an, sich von dem Bösen zu lösen. Und das mit dem Bösen nichts mehr gemein hat, dann ist gut. Auch wenn sie mir heute noch teils feindlich gesonnen sind, dass sie heute noch nicht glauben können. Ich mache es Ihnen leicht, Freunde, glauben Sie doch dann nicht an Gröning, stellen Sie ihn doch ganz beiseite, glauben Sie wenigstens an sich selbst und an das, was Sie für sich, für Ihren eigenen Körper nötig haben. Und was Ihr Nächster auch nötig hat, dass in ihm die Ordnung zustande kommt. Genau gesagt, wie wollten Sie auch an Gröning glauben, wenn Sie nicht mal an sich selbst und nicht an das glauben, was Sie nötig haben. Sie können ja auch nicht glauben. Viele noch nicht an Gröning glauben, an Gröning Körper. Ob an Meier Schulze, können genauso Meier Schulze oder Huber heißen. Wie kann man? Die weiteren Geschwister Christi und alle Bekannten, das heißt die ihn kannten seit seiner Kindheit, haben auch nicht an ihn geglaubt. Ich sage, wir sind dann mit ihm aufgewachsen. Er ist doch der Zimmermann. Verzeihung, mir bin ich auch nicht noch ein Zimmermann. Und an dem soll man glauben? Nein, Freunde, das ist auch heute noch so, wie Christus selbst sagt. Der Prophet, wie heißt es doch? Bitte? Und das müssen auch Sie wissen, dass sie auch in ihrer Umgebung nichts gelten und dass man ihnen auch keinen Glauben schenken kann. Aber da glauben sie für sich und glauben sie für ihre Nächsten. Das ist gut. Nun brauchen wir ja nicht dazu übergehen, wie Menschen es sonst so gewohnt sind. Aber da wir gerade so nett beisammen sind, will ich doch so einige Fragen an Sie richten. Und brauchen Sie nicht ängstlich sein. Ich bin nicht Ihr Feind, ich bin Ihr Freund. Und wenn Sie mich auch noch nicht mögen als Freund, noch nicht anerkennen können, bleibt sich gleich. Aber wenigstens, dass Sie ehrlich sind, dass Sie die Wahrheit sprechen und dass Sie wirklich jetzt gut folgen, so sage ich Ihnen, was das Wichtigste ist. Einmal müssen Sie sich doch darüber klar sein, dass Sie, dass jeder ein göttliches Geschöpf ist. Und dass jeder von Ihnen und so viele unserer Mitmenschen das Gute, das Göttliche nötig haben. Aber vorerst mal Sie. Und dass Sie sich jetzt von all dem Bösen lösen, dass Sie mit dem Bösen nichts gemein haben, denken Sie nicht mehr dran. Das heißt, nehmen Sie diesen bösen Gedanken nicht mehr auf. Zweifeln Sie nicht an das Gute. Machen Sie endgültig Schluss mit dem Bösen. So ist es heute, bevor ich noch hierher kam, bis auf die letzte Minute geschafft. Ich wollte kommen, konnte nicht. Ein Mann ging nicht von der Tür. Nein, sagte ich, gehe nicht. Ich will Ihren Mann nur sehen. Ich will ihm nur die Hand drücken. Da war er schon eingedrungen. Sali, lieber Freund, wie haben Sie sich's vorgestellt? Ja, sagte, mir sind die Gedanken gekommen und ich bin nicht abgegangen und ich war ein Wrack noch, als ich reinkam, aber ich fühle, dass ich ganz gesund bin. Und ich frage jetzt nicht mehr, wie das möglich ist. Ich bin wirklich gesund. So schnell geht es. Ja, das können Sie auch haben. Aber dieser Mensch hat wirklich gewusst, was er wollte. Und schenkte auch seinem Körper Beachtung. Da habe ich es nötig. Dieser war gequält. Er war schwach. Er ist krank. Er ist nicht mehr in Ordnung. Ich will, dass in ihm die Ordnung zustande kommt.
Ja, dann geht's schnell. Der Mensch hat sich wirklich von dem Bösen gelöst. So er jetzt immer zum Guten zu Gott steht, dann geht's ihm immer gut. Und das Gleiche wollen auch sie. Man wirft mir das vor Gericht, wenn ich so Fragen stelle, wie es ihm geht. Man glaubt, man hätte ein Recht nach dem menschlichen Gesetz, mir das zu verbieten. Ich frage nicht danach. Ich bin ja nicht menschenhörig. Ich kämpfe für sie, auch noch weiter vor Gericht. Und es gibt wirklich nicht nur Prozesse, sondern jetzt Prozessionen. Wissen Sie, so endlos. Bis der Weg für sie frei ist. Das sind Sie mir wert und dazu bin ich auch hier. Das tue ich für Sie und was tun Sie für sich? Für mich brauchen Sie nichts tun. Was tun Sie für sich? Also darüber müssen Sie sich jetzt im Klaren sein. Und schenken Sie doch Ihren Körper wirkliche Beachtung. Und lösen sich von dem Bösen. Und was stellen Sie dabei fest? Ich fühle mich wohl. Was ist das für ein Gefühl in Ihrem Körper? Zieht. Hat das früher auch so gezogen, wie es jetzt zieht? Ja. Sind das fremd? Ja. Fremd geworden. Ich antworte gleich. Was stellen Sie fest an Ihrem Körper? Ich bin ganz gekrabbelig. Ja, Sie sind krabbelig oder es ist krabbelig? Bitte? Körper. Liebe Frau, grübeln Sie doch nicht so. Nehmen Sie doch nicht mehr die bösen, die kranken Gedanken auf. Sie dürfen keinen Einlass mehr haben. Ich nehme mich auch keinen bösen Gedanken auf. Sie können alles anstellen. Wenn mir einer kommt und mir etwas Böses berichten will, auch nur über einen Schmutzartikel, dann sage ich, will ich nicht hören. Interessiert mich noch nicht. Das wird gesammelt und das kriegt einer mal, der kann das bearbeiten. Dann wird der Dreck auch schon weggeräumt werden. Aber das brauche ich heute hier nicht sagen, was weiter auf meinem Programm steht. Und glauben Sie, dass die Ordnung in Ihrem Körper zustande kommt? Würden Sie mal aufhören zu glauben, dass sie doch nicht mehr glauben können, dass sie doch von Menschen umgeben sind, die sie um den Glauben bringen, dann wird ich für sie so lange glauben, dass es nicht aufhört. Das heißt, dass sie immer die Verbindung zu dem haben, zu dem auch sie, wir alle gehören. Das tue ich für sie. Daran können sie auch glauben. Aber dann nicht bequem werden, sagen, er tut es ja für mich. Dann kann ich ja mal ungläubig werden, dann kann ich ja mal den Glauben anzweifeln. Oder kann ich mich einmal gehen lassen, soll er es für mich tun? Nein, Freunde, jeder muss laufend seinen Körper Beachtung schenken. Er darf ihn nicht außer Acht lassen. Und wer das tut, wie er es bisher getan hat, dann stelle ich die Frage an Sie. Brauchen Sie Ihren Körper nicht? Ist er Ihnen so nebensächlich geworden? Oh, ich könnte Ihnen viele Gleichnisse aufzählen, die Menschen heute so sind. Das ist genauso, ich tauche in Monaco auf, in Monte Carlo, und sehe ich ein Schild, hier wird Deutsch gesprochen, sage zu meiner Frau, na dann brauche ich dich nicht mehr, sage ich, als Dolmetsch hier. Brauchst sowieso kein Dolmetsch, aber mach so einen Scherz, und da kommt das Ladenfräulein raus, Gröning. Dann sage ich, halt, liebes Kind, ich bin verheiratet. Gesunder Schatz ist immer angebracht. Aber wie glückstrahlend dieses Mädel war. Und da sagt sie, ich war bei Ihnen in München. Sag ich ja, das weiß ich. Und ich erzähle ihr das, was ich für Fragen in München gestellt, wie auch hier. Vergesse ich nicht, ist schon lange her, wie sie sagt. Aber es ist ja noch gar nicht so lange her. Es war im Jahr 1950. Und Sie haben dort und dort gesessen. Und ich habe diese und jede Frage an Sie gerichtet. Und Sie haben diese und jede Antwort gegeben. Mein Gott, sagt sie, das wissen Sie alles. Ja, sag ich, warum nicht?
bin ja nicht zerstreut und ich habe ja meine Ordnung und nehme ja nur das auf, was wertvoll ist, auch für Sie. Ich vergesse können. Genau, wie Sie da vorgehen, mit Ihrem Fotoapparat einen festhalten und ihn knipsen und dann haben Sie ihn und dann schauen Sie sich immer das Bild an. Aber ich hab's da. Das können Sie auch haben. Nun möchte ich nicht gleich zu den technischen Wunder übergehen, wie wir ja auch aus diesem, das heißt Sie, aus diesem ja schon die Lehre ziehen könnten. Na gut, jedenfalls hat dieses Mädel meinen Rat befolgt. Ich habe gesagt, sie kommt von sehr weit her. Sprach perfekt Deutsch. Aber so wie Sie daheim sein werden, gehen Sie bitte zu Ihrem Arzt. Lassen Sie sich gründlichst untersuchen. Wie Sie sich heute hier wundern, dass das alles möglich ist, was Sie hier gesehen haben, was Sie hier von Menschen erfahren haben, wie Sie plötzlich die vollständige Ordnung in Ihrem Körper zurückerhalten. Und das Gleiche werden auch Sie an Ihrem eigenen Körper erfahren. Aber äußerlich ist es nicht sichtbar, das heißt, es steckte in Ihrem Körper, das heißt, die Unordnung war vollständig in Ihrem Körper. Und der Weg war nicht so weit. Stellen Sie sich nicht vor, dass dieses Kind reich ist, das heißt, an Geld und Besitztum. Nein, das letzte Geld hat sie genommen, noch was dazu geborgt. Aber das ist mir meine Gesundheit wert. Da ist mir kein Weg zu weit und auch kein Geld zu schade. Und wenn ich mein ganzes Leben dafür arbeiten muss, waren auch die Gedanken, war auch die Überzeugung dieses Menschenkindes. Ja, und als sie heimkam, dann sagten die Ärzte ja, was ist mit Ihnen geschehen? Hier ist ein Wunder geschehen. Ja, und so wundert sich der eine wie der andere. Sehen Sie, Freund, aber nicht nur da allein in Monaco, sondern ich habe noch anderweitig auch in Frankreich. Und man glaubt nur Frankreich, da wird mich keiner kennen. Habe ich so viele Freunde angetroffen, das heißt, waren auch Deutsche da, ja. Aber es waren auch Franzosen oder Menschen aus irgendeinem anderen Land. Ja. Und alle so kommen sie auf einen und wollen einen noch beenden. Und auch hier muss ich sagen und fragen, sehen Sie, Freunde, warum ich frage. Es hat schon seinen Grund. Hat nur diesen Grund, damit Sie sich dann darauf besinnen. Gröning, als ich Sie zum ersten Mal gesehen, war ich dort und dort in der Gemeinschaft. Und Sie haben diese und jene Fragen gestellt. Und ich habe sie so und so beantwortet, vergesse ich in meinem Leben nicht. Ich brauche hier nicht so lang zu sein. Und deswegen möchte ich mich mit Ihnen noch so kurz unterhalten, damit Sie es ja nicht vergessen. Natürlich wird es von der menschlichen Seite anders ausgelegt. Hier habe ich nicht zu lachen, aber da muss ich doch lachen. Wie Menschen doch so eingebildet sind. Die Menschen sich auf ihren Beruf was einbilden. Wollten Sie, liebe Freunde, dass ich jetzt auch zu den Eingebildeten zähle, dass ich sage, was wollt ihr, kleine Kreaturen? Soll ich so sein? Und soll ich das, was ich weiß, alles für mich behalten? Soll ich es Ihnen nicht mitteilen? Soll ich es Ihnen auch nicht als Wissen mit auf den Weg geben? Wie wollen Sie das? Ich weiß, es hat Menschen gegeben, früher in meiner Umgebung, die sich da am großen Sessel gesetzt haben, Zigarren geraucht. Natürlich mit Krawatte und gut gekleidet, ja. Von dem, das sie eingenommen hatten, muss ich auch sagen. Und dass diese Menschen, oh, was glauben Sie, wenn sie daran wollten, um zu Gröning zu kommen, da mussten sie viel, viel geben und kaum, dass diese Herren sich haben sprechen lassen. Wie muss sie sich einbilden, sie wären Herren? Und als ich dazu kam, ja, da gab es ein anderes Bild. Nur so natürlich, nicht unnatürlich, nicht verbildet, nicht eingebildet. Oder wollen Sie das haben, dass ich das auch sein soll? Dann komme ich demnächst auch. Einen hohen Steg habe und was weiß ich was alles. Kann auch mein Körper so ausschmücken, wie sie sonst immer zu sagen pflegen, der hat sich auch so putzt wie ein Pfingstochse. Fällt aber auf. Das
unnatürlich ist. Und sie merken ja auch und fühlen ja auch, dass ein Mensch wie wenn er eingebildet ist. Worauf bildet er sich was ein? Glauben Sie, liebe Frau, dass Sie alles schaffen, das auch in Ihrem Kopf, aber bitte nicht die Händchen zusammen und halten Sie doch frei, öffnen sich doch. Ja, so bequem da sitzen und erzähl mal, wo in der Grund jetzt. Werden wir mal sehen, was du kannst. Nein. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nur das, was Menschen heute noch nicht wissen. Mehr weiß ich nicht. Aber wenn ich einen zu den anderen zur Ordnung rufe, folgen Sie doch. Ich verlange ja nicht. Ich versuche auch nicht. Ich ersuche Sie. Doch jetzt anders zu sein. So zu sein, wie Sie sein müssen. Ganz natürlich. Und das ist eine Schwäche, wenn Sie da so sitzen und die Lehne nutzen. Wenn Sie es geschafft haben, dann können Sie Ihren Glauben erleben, jetzt habe ich es geschafft. Aber jetzt doch nicht. Wie wollen Sie da die Kraft aufnehmen, wo Sie alles absperren in Ihrem Körper? Und Ihre Händchen dazu doch falten. Woran wollen Sie das empfangen? Ich vor einigen Tagen sagte auch eine Frau, ich habe die Kugel bei einem Menschen gesehen und ich möchte auch eine haben. Und habe gesagt, was haben Sie hier? Das ist meine Handtasche. Ja, von Ihnen aus gesehen. Ich sage, das ist was anderes. Nehmen Sie. Und dann sagt sie, was machen Sie? Ich nicht, sage ich. Verzeihung, ich habe Ihre Tasche berührt. Entschuldigung. Aber ich habe meine Hände gewaschen. Sie sind sauber. Sie werden keinen Fleck finden. Aber nein, was ist das? Das fragen Sie sich selbst. Und da spürte sie eine Kraft, die durch ihren Körper drängte. Und danach sagt sie, ich bin so frei, ich fühle mich wie neu geboren. Ich habe Kraft, ich kann frei aufstehen, ich kann alles. Ja, so ist es. Wie ist das möglich? Ach, Sie glaubten, Sie hätten ein Recht von mir, eine Kugel zu verlangen. Nein, nein, sag ich. Muss nicht sein, kann sein. Wenn Sie eine haben, brauchen Sie nicht die Handtasche nehmen, das verstehe ich sehr gut. Aber ich sage doch mit Recht, liebe das Leben, Gott, Gott ist überall. Da muss der Mensch es aber auch wissen. Die Atomphysik, die kommt schon darauf. Ach so, das ist mehr oder weniger ein Fremdwort. Die kommt schon drauf, indem sie zu all dem übergeht, indem sie sagt, alles hat eine, seine Ausstrahlung. Ja, das stimmt. Sie auch. Und jede Ausstrahlung ist verschieden. Was der Mensch in sich hat, das strahlt er aus. Hat er nur einen bösen Gedanken, strahlt sofort. Dem macht, wie der Gedanke ist. Oder glauben Sie, das ist anders? Und Sie ahnen ja gar nicht, wie man die Gedanken so herausziehen kann. Das ahnen Sie gar nicht. Er sieht sie ja nicht. Und Sie glauben auch nicht. Glauben, ja, wenn, dann muss er sie sehen. Aber Sie glauben, weil er sie nicht sehen kann, weiß er sie nicht. Wie oft habe ich Menschen dabei erwischt, wahr? Wie oft habe ich es ihnen gesagt? Und wie oft habe ich ihnen das Leben geschildert, das sie zurückgelassen haben, bis hierher? Und dann wurden sie vorsichtig. Und sagten sie einmal die Wahrheit, sie mussten ja sagen, dazu wollte ich sie auch bewegen, dass sie einmal die Wahrheit annehmen und dass sie einmal zur Wahrheit stehen. Und damit habe ich es auch. Dazu ist mir das auch gegeben, dass sie tun, nicht zu experimentieren, nein, sondern nur den Menschen wieder auf den Weg der Wahrheit zu führen. Und dass er die Wahrheit annimmt und dass er erkannt hat, dass es Wahrheit ist und dass er das noch ausspricht, ist wundervoll, weit geführt, gut geführt. Und dann sage ich, nun folge weiter.